Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map 2-1 ohne Gräben. Und wir sind in einer, ja, was kann man sagen? Wir sind, es ist Sonntagmorgen, 10 Uhr, unsere Folge läuft. Ich weiß nicht, warum der hier jetzt nicht in die Hufe kommt. Achso, weil der Tempomat so niedrig eingestellt ist. Ist klar. Wir sind immer noch dabei, Feld 45 zu ernten und hier auf Grasfeld 7 Rüben zu roden. Das läuft aber hoffentlich automatisch. Ich step mal durch. So, der steht jetzt hier und weiß irgendwie nicht so richtig, was er machen soll. Doch, fährt weiter. Sehr schön. Ist also gerade abgetankt worden. Der hier wartet jetzt auf den Abfahrer. Irgendwo da hinten kommt auch einer. Ja. Naja, es dauert alles ein bisschen, aber es passiert. Da haben wir ihn. Den Abfahrer. Gucken wir mal, er fährt jetzt hinterm Drescher. Heute Nachmittag, 16 Uhr, Premiere. NF Matchmap Experience gegen Friesenjung. Schaut bei mir vorbei, schaut beim Jens vorbei. Ja. Würde mich freuen. Na, das läuft doch. Müsste ja allerdings gleich stehen bleiben, weil er ja erkennt, dass er im Drescherverband fährt. Genau, und der da vorne fährt ja nicht weiter. Das heißt, er kann auch nicht weiterfahren. So. Ja, du musst nicht warten, bis die Warteposition frei ist, Kollege. Eigentlich musst du den anderen Drescher abtanken fahren. Aber das macht er nicht. Weil er erst auf die Warteposition fahren muss, bis er dann erkennt, aha, da ist einer frei. Da muss ich hin. Wahrscheinlich. Also so reime ich mir das jetzt zusammen. Nun fahr die zu. Ich kann die nicht schneller einstellen. Lass sie schneller fahren, weil dann fahren sie am Drescher vorbei. Da hat ja keiner was von. Wer ist denn Helfer H? Wahrscheinlich mein Zuckerrüben-Fahrer. Oder wer auch immer. Gucken wir gleich mal. Erstmal will ich sehen, was er hier jetzt macht. Auch wenn das ewig dauert bei diesem Riesenfeld. Fast 100 Hektar. Unglaublich. Ein Feld. Ich kenne Bauernhöfe, die fand ich gar nicht so klein. Und die haben 100 Hektar insgesamt an Land. Und hier ist ein Feld 100 Hektar. Das.
Ich wollte sagen, du fährst jetzt hier auch noch irgendwie und wirst dann im Verkehr aufgehalten oder was? Ich glaube, dann flippe ich aus. Ja, das ist doch schön. Wir können die doch jetzt ein bisschen parallel fahren, bis der hier voll ist. Tja, müssen wir mal beobachten. Okay, der wartet, fährt jetzt auf Warteposition. Fährt er hinter einen falschen Drescher? Na egal, die machen das schon. Wir gucken mal, was hier abgeht. Okay, der steht da. Wo ist mein Abfahrer dazu? Drescher suchen auf Feld 107. Ja. Schon funktioniert das nämlich. Hoffe ich. So, er holt hier Weizen ab für die Mühle. Weizen haben wir ja lang und schmutzig hier. Alleine auf Feld 45 ja 100 Hektar Weizen haben. Und das ist nicht das einzige Weizenfeld. Also mit Weizen können wir euch totschmeißen sozusagen. Ja, das läuft aber auch. Ich habe noch mal ein bisschen an der Zugmaschine gebastelt. Ich habe die Feder ein bisschen härter gemacht. Saalplatte ein Stück weiter nach vorne gezogen. Ich denke mal, dass ich das jetzt als Update rausschmeißen werde. Mehr kann ich da im Moment nicht machen. Ich bin da etwas hilflos. Was ratlos, sagen wir es eher so. Noch, er hier wartet immer noch auf den Abfahrer. Ja gut, die Abfahrer sind jetzt gerade auf dem Weg hier hin, ne? Zum Abbunkern. Auch ganz klar. Na nun kommt schon, das will ich nochmal sehen wieder. Finde ich eigentlich ganz schick. Kommen sie gleich um die Ecke. Da vorne kommt der erste. Entschuldigung, und der zweite müsste direkt hinterher folgen. Da kommt auch direkt der zweite hinterher. Ja. Jetzt ist hier vorbei, oder was?
Ich das nicht wieder rückgängig gemacht? Mit dem Screenshot-Modus? Oder wie? Schön. Auch da komme ich nicht mehr rein. Ach, es ist doch zum Mäusemelken. Kann mich nicht mehr bewegen. Kann nichts mehr machen. Sehr schön. Hat super funktioniert hier mit meinem Screenshot-Modus. Bin ich zumindest im Traktor drin. Was mir jetzt auch nicht viel bringt. Och man. Ah, ich weiß warum. Nee, doch nicht. Das vielleicht irgendwas mit meinem Multi-Overlay hat zu tun hat. Ich speichere mal, weil ich wahrscheinlich dann hier noch abbrechen muss. Das nervt mich. Und das geht. Ja, Leute. Aha, okay. Ich kann hier jetzt zumindest durchsteppen. Ist ja schon mal etwas. Also ich mal gucken, was ich denn mit diesem Alt-H noch alles mache, mit dem F12. Ein Screenshot. So. Komm, du müsstest ja jetzt da irgendwie was haben. Hier welche Fahrzeuge abbunkern. Ja, mehr auch. Er hat fleißig drauf los. Auch richtig so. Wird wahrscheinlich flüssiger laufen, wenn ich noch einen Abfahrer hätte hier, ne? Oder noch zwei. Auf einmal fährt nämlich hier das ganze Gespann dann weiter. Dann bleibt wieder einer stehen. Hätte ich hier nicht doch Strohablage einschalten sollen? Ich glaube, er hätte den mich umgebracht, oder? Na toll. Auch nicht besonders helle, ne? Na toll. Da kann ich jetzt nichts mal mehr, nicht mal was dran machen, weil ich hier in mein Menü nicht reinkomme. Ist doch zum Kotzen. Ja, dann lassen wir den so stehen. Der liefert jetzt mal eben hier Weizen ab. Sehr schön. Auch so viel Weizen hatten wir auch gar nicht mehr. Dadurch, dass wir immer fleißig abfahren. Hatten wir nur noch 7000 Weizen. Ja, ist ja aber auch okay. Es kommen ja noch Millionen von Litern oder Hunderttausende von Litern oder wie viel auch immer. Jetzt geht hier aber alles. Jetzt kann ich hier auch gar nichts mehr machen. Durchdrehende Reifen. Kommt der da denn? Ja, ich kann nichts machen. Ihr hört, die Zeit ist um. Ich kann hier nichts tun.
Das heißt, ich speichere das Spiel und breche es euch jetzt ab. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare, die Likes, die Abos. Ja, ich werde zusehen, dass ich heute noch vielleicht, wenn das klappt, das Update fürs Transportpack veröffentliche. Und ja, 14 Uhr ganz normales Let's Play, 16 Uhr erste Folge Match zwischen Experience und Friesenjung auf der NF Match Map. In diesem Sinn sage ich mal, ciao.